So, Freunde, pünktlich zum Start unseres neuen Online-Shops Glitterbells Germany gibt es jetzt meine Videos nochmal ganz neu auf Deutsch. Legen wir los. Was machen wir hier denn Schönes? Wir machen ein Doppel-Dipping als allererstes mit Tiffany Teal und Snowdrops White und auch ein bisschen Soft White. Wir legen uns diese Kugeln erstmal ganz oben an der Cuticle Area ab und verblenden die nach unten. Und dann fangen wir an, immer wieder relativ nasse Kugeln, Beads, Bällchen, wie auch immer ihr es nennen möchtet, quasi anzusetzen und ziehen das für so einen leichten Acrylic Marble Look so ein bisschen durcheinander, während das Produkt noch relativ nass ist. Versucht hier auf jeden Fall relativ nass zu arbeiten, aber immer noch so, dass ihr Kontrolle über das Produkt habt und es euch nicht komplett an den Seiten herunterläuft. So, dann erlaubt ihr dem Produkt ein bisschen Zeit, um anzuhärten, und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr jetzt so ein bisschen noch euer Acrylic Marble Design verschönern. Hier habe ich mich für Soft Gold Shimmer entschieden. Das verleiht dem Ganzen so einen weichen, leichten, glitzerigen Touch, und für ein paar coolere Akzente und noch so ein bisschen was Gröberes nehme ich gleich auch noch Broken Gold und Fairy Crush, was richtig, richtig gut aussieht, wie ich finde. Aber ihr könnt natürlich das nehmen, was euch am besten gefällt. Das platziere ich einfach so, wie ich es ja für schön empfinde. Und ja, da könnt ihr einfach eurer Kreativität ganz freien Lauf lassen. Wartet hier jetzt auf jeden Fall, bis eure Glitzeracryle auch etwas angehärtet sind. Und dann könnt ihr anfangen, euer Design in Glass Slippers Clear Acryl einzukapseln. Achtet auch hier am besten drauf, nicht zu trocken zu arbeiten. Glitterbells wird am besten in einem mittleren Pulver-zu-Flüssigkeitsverhältnis verarbeitet. Also eher das Produkt platzieren und ausstreichen, anstatt wirklich dieses Schieben und Drücken, wie man es von anderen Systemen kennt. Und wie ihr seht, lässt sich das Produkt super einfach verarbeiten und hat sogar einen leichten Honigeffekt, was euch das Feilen später viel mehr erleichtert, weil einfach die Form so bleibt, wie ihr es möchtet. Nachdem euer Clear ausgehärtet ist und ihr euer Nagel befeilt habt, könnt ihr das Ganze dann schon mal versiegeln. Hierzu nehme ich natürlich Glitterbells No Wipe Top Coat. Allerdings tue ich diesen noch nicht aushärten, sondern nehme hier jetzt noch einen Glitterbells Fineliner Pinsel und ein bisschen was von dem Gel Polish White Gloss und zeichne jetzt noch so leichte Details in diesen Look rein, damit es noch so ein bisschen mehr von so einer Stone Optik bekommt. Das muss überhaupt nicht ordentlich sein, im Gegenteil, ich versuche das meistens super schnell und krakelig zu machen, weil dann sieht das viel ja, echter aus, als wenn ich da versuche, ganz filigran das vorher abzuschätzen. Und wie gesagt, das ist in den unausgehärteten Versiegler, und wenn ihr dann fertig seid und ihr mit eurem Ergebnis zufrieden seid, könnt ihr das Ganze dann in die Lampe geben zum Aushärten. Wenn euer Design fertig ausgehärtet ist, könnt ihr das Ganze dann nochmal mit einer letzten Schicht Glitterbells No Wipe Top Coat versiegeln und auch nochmal aushärten lassen. Hier habt ihr dann das fertige Design zu diesem Look. Ich hoffe, es gefällt euch und das kleine Tutorial zu diesem Look hat euch gefallen. Ich mag das Design total. Total viele Leute auf meinem Social Media haben mir da schon Kommentare drunter geschrieben, dass sie es super schön finden. Also hoffentlich gefällt es euch. Viele dieser Produkte sind auf unserem neuen Online-Shop www.glitterbells-germany.de erhältlich. Wir sind jetzt offizieller Distributor für Deutschland, Österreich, Schweiz. Und ja, schaut einfach rein, wenn euch die Produkte gefallen, und ihr könnt sie ab sofort bei uns bestellen.
Danke fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.